Hallo und herzlich willkommen zurück zu Garden Witch Live. Ja, ich gucke gerade mal. Frage Tin nach dem seltsamen Gegenstand. Ah, sehr cool. Das heißt, da können wir direkt schon mal anfangen. Noch eine kleine Sache. Vielen, vielen Dank an Istra. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Für die vielen, vielen Tipps, die du mir gegeben hast. Ich hoffe, ich kann das soweit auch nutzen. Ich habe es mir jetzt mal nebenbei geöffnet, damit ich da vielleicht auch einiges machen kann. Von meiner Seite aus noch eben den Tipp, wenn du dich hier an den Brunnen stellst und einfach mit E verwenden drückst, dann erhältst du Wasser. Also einfach nur so lange drücken, bis du da einen Batzen von hast und dann hast du Wasser bekommen. Ja, das nur so als kleiner Hinweis. Dann haben wir noch Kupfererz. Das wollten wir ja zu Tin bringen, wenn wir sowieso schon mal dahin gehen. Antike Batterie. Ach, die ist leer. Oh, vielleicht können wir da auch mit Tin drüber sprechen. Müssen wir mal gucken. Dann Dünger soll wohl auch ein Geschenk sein, so wie ich das jetzt verstanden habe. Deswegen tue ich das mal mit da rein. Und was wollte ich jetzt noch mitbringen? Jetzt muss ich mal eben... Oh, warum gehe ich immer da rein? Ich habe doch nur einmal rausgeklickt. Jetzt muss ich nur mal eben gucken. Glänzende Dinge könnten theoretisch auch Sternenkristalle sein, ne? Wobei das irgendeiner war, wo ich noch nicht genau weiß, wer das jetzt eigentlich gewesen ist. Gemmi ist fast unmöglich. Ja, das glaube ich auch, weil der ist so negativ eingestellt. Wobei, ich muss dazu sagen, Lilly liebt Bienen. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Aber wir haben doch nichts, was irgendwie auf Bienen hindeutet, soweit ich weiß. Also da ist jetzt nichts, auch kein Kristall oder irgendetwas, wo ich jetzt sagen würde, ja, das ist auf jeden Fall... die Eisenstange, die würde sie vielleicht noch lieben, aber die will ich jetzt nicht unbedingt abgeben. Ich versuche es erstmal mit den anderen. Blumen. Irgendeiner, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Lyra. Lyra mag Blumen. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wer Lyra war. Da muss ich nochmal nachgucken. Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, also eine bestimmte Blume. Ich hoffe mal, es ist die Sonnenscheinblume. Die Sonnenscheinblume, genau. Die Sonnenblume. Dann könnte ich da eine von mit wegnehmen. Kamillenblüte. Das könnte vielleicht mit dem Tee zusammenhängen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ach so, genau. Dann nehme ich jetzt erstmal eins von weg. Das wird dann auch mitkommen. Und die restlichen tun wir hier rein. Fliegenpilze. Es hatte mich jemand gefragt wegen Fliegenpilzen. Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, wo ich die her habe. Wenn ihr noch genau wisst, wo ihr mal Fliegenpilze geholt habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Dann gebe ich das nochmal als Antwort auf die Frage so weiter. Ich meine, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, dass wir die entweder hier in dem Bereich gefunden haben, was ich aber eher nicht glaube, oder in dem Bereich draußen, da komme ich gleich nochmal zu. Na gut, Tomaten wird sie jetzt wahrscheinlich nicht mögen. Ein Cupcake hat sie mir, glaube ich, sogar geschenkt. Wenn wir das jetzt zurückschenken, wird das wohl auch nicht so gut sein. Birkenwasser hatte ich irgendwie von der Birke bekommen, das weiß ich noch. Achso, ich darf nicht wieder Escape drücken, sonst hänge ich hier wieder in dem Falschen drin. Achso, Moment. Mag die Düngemittel oder mag die Kompost? Das ist natürlich jetzt die Frage. Bei der einen. Die Häkelblume, die war für mich, glaube ich, ne? Die hatte ich bekommen. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit den Sachen einfach an. Ich habe übrigens mal geguckt. Ich weiß jetzt nämlich gerade nicht, ob wir das in der letzten Folge gemacht hatten, dass wir da mal geguckt hatten. Es stimmt, dass wir das Wasser gereinigt haben. Ich versuche gerade irgendwie zu der Wasserstelle zu kommen. Wo ist denn die jetzt? Hallo? Ah, hier. Hier ist es grün. Ich will euch das nur mal eben kurz zeigen, auch wenn ich weiß, dass ich dadurch gerade ein bisschen das in die Länge ziehe. Hier, das Wasser sieht jetzt wunderschön aus und ich hoffe, dass das auch dafür sorgt, dass es dann überall besser wird. Achso, dann können wir mit der einen bestimmt noch sprechen, ne? Oh, hallo Häschen. Hallo. Ja, das ist schön, ne? Ich habe übrigens mir sagen lassen, dass wir Häuser bauen müssen für die Tiere. Also dazu müssen wir dann ein bisschen leveln.
Also hier könnte das eventuell gewesen sein. Oder aber, was ich eher glaube, jetzt ist es natürlich hier gerade so blöd dunkel. Da oben ist das, wo man hochlaufen kann, wo auch der Wasserfall ist. Und ungefähr da hinten in die Richtung. Oh, Hallöchen, da sind wieder Tiere. Ich muss euch doch alle streicheln, damit ihr wisst, dass ich euch alle lieb habe. So, da hinten, wo der Baum ist, ist das, glaube ich. Ach, ich komme über den Zaun nicht rüber. Das ist ja doof. Da hätte ich mir vielleicht ein Loch machen sollen. Machen wir später. Kümmern wir uns später drum. Hier, da, wo der umgestürzte Baum ist. Hier geht es ja auch noch mal rein. Das kann sein, dass ich hier eventuell einen Fliegenpilz gefunden habe. Wir können ja noch mal ganz kurz gucken, ob wir da jetzt unterwegs ganz schnell was finden. Ach, das waren Löwenzahnblätter. Ach, Mist. Dich kann ich nicht mehr nehmen. Warum nicht? Okay. Ich wollte jetzt eigentlich da nichts wegzuppeln, was da eigentlich hingehört, was noch wächst. Aber na gut. Hier ist gerade so gar nichts. Hier ist irgendwie noch gar nichts wieder nachgewachsen, habe ich so das Gefühl. Saftfarn. Aber ich sehe jetzt hier auch keine Pilze. Aber ich meine, dass ich die irgendwo hier bekommen habe. Also entweder wirklich hier drin. Oder vielleicht in dem Feengarten. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Was ist mit dir hier? Warte mal. Du kriegst ein bisschen Dünger. So. Du bist zwar im Wasser und du bist eine Brennnessel, da komme ich wieder nicht so richtig ran, aber du kriegst auch ein bisschen Dünger von mir. Und es regnet ja sowieso gerade schon, also ist das nicht so schlimm. Ihr habt hier noch alle Dünger. Ach so, das ist der Ausgang. Da wollte ich doch sowieso hin. Ich wollte nur mal eine Runde laufen, bevor ich zum Ausgang gehe. Auch nicht schlimm. So, jetzt habe ich die ganze Zeit. Ach so, ja, jetzt habe ich wieder das Spiel gespielt, wo ich die ganze Zeit E drücken muss, um da reinzukommen. Ach, das ist doch doof, Mann. So, jetzt habe ich aber trotzdem den Dünger in der Hand. Das wollte ich auch nicht. So, dir wollte ich aber noch. Erstmal wollte ich mit dir reden, genau. Brauchst du etwas? Ja, Moment. Ich habe diese kristalline Honigwabe in der Mine gefunden. Es war eine Honigwabe? Du bist wirklich gut darin, neue Sachen zu finden. Haha, lass mich mal sehen. Das sieht aus wie eine Kristallbatterie. Diese sind so selten. Ich habe schon immer davon geträumt, so ein Ding in die Finger zu bekommen. Die Möglichkeiten. Aber sie gehört dir. Und sie scheint leer zu sein. Vielleicht kannst du sie bei dem Ding in den Bergen aufladen, wenn es noch da ist. Was für ein Ding? Ja, genau, welches Ding? Ah, eine Art Blitz und Donner. Das klingt gefährlich. Nein, er leitet den Blitz direkt in die Batterie. Das ist ziemlich sicher. Er ist eher wie ein Snackautomat für die Batterie. Aber es sieht schon ein bisschen gefährlich aus. Wenn es noch funktioniert. Es ist schon eine Weile her, dass ich dort drüben war. Okay, Zeit für eine Wanderung. Haha, viel Spaß. Lass mich wissen, wie es läuft. Ja, das ist toll. Kannst du mir das wenigstens in der Karte einzeichnen? Welchen Berg meinst du? Oh, Moment. Wir sind jetzt hier. Nee, wir sind hier. Und bei welchem Berg soll ich jetzt hochklettern? Meint ihr jetzt den Berg hier um die Ecke? Das hast du mir jetzt nicht gesagt. Achso, Moment. Wir müssen hier nochmal. Ich habe ein Geschenk für dich. Hoffe ich zumindest. Wir probieren es mal mit Kupfer. Nicht schlecht. Nee, schon wieder nur 10. Ach Mann, also. Ich habe jetzt den Tipp bekommen, dass wir 10 Punkte nur bekommen, wenn den Leuten die Sachen eigentlich egal sind. Die sagt zwar nicht schlecht, also habe ich gedacht, dass es positiv wäre, aber es ist wohl nicht so toll. 25 Punkte bekommt man, wenn die Sachen mögen und sogar 100 Punkte, wenn die Sachen lieben. Das heißt, mit anderen Worten, es war jetzt komplett von Eimer. Dann schauen wir mal. Moment, hier war doch irgendwo. Hier, oder? Warte, was? Ach nee, das war eine Karte. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt gedacht, da wäre so ein Dimensionsding gewesen. Das war nur die Aussicht. So, irgendwas in ihrem Zimmer soll darauf hindeuten, was sie am liebsten hat. Ich vermute mal, es sind Kristalle. Ach so, die können wir auch nochmal neu machen, genau. Da kriegen wir auch wieder 100 Münzen.
Also das hier, ja, sind so Kristallwürfel und da hinten sind Kristalle. Also ich vermute mal, dass damit die Kristalle gemeint sind. Ich weiß aber nicht, ob es ein spezieller Kristall ist. Das heißt, beim nächsten Mal müssen wir dann wieder Kristalle mitnehmen. Also was heißt wieder? Müssen wir dann Kristalle mitnehmen. Hier oben meint die jetzt aber nicht, dass ich hier irgendwie den Berg hoch soll. Ne? Das hatte nicht geklappt, glaube ich. Ich bin doch mal irgendwo den Berg hochgelaufen. Wie bin ich da denn jetzt wieder hochgekommen? Das war unten, ne? Frage ist halt, welchen Berg meint die? Den Berg hier rechts, den Berg hier links, den Berg bei mir? Ich habe absolut keine Ahnung. Einen einzigen Muffin haben wir jetzt verkauft. Na gut. Okay. Aber da müssen wir auch nochmal eben schnell hin, bevor ich das vergesse. Thema Muffin. Damit... Oh, da hinten ist auch wieder am Strand was. Lass uns da mal kurz hin. Ja. Nicht nur anschauen, sondern auch graben, bitte. Ach so, da bekommt man ja nur Sand, stimmt. Ich weiß aber halt nicht... Was ist das denn hier? Ach so, das sind die alten. Ah, ja, verstehe. Okay, ich weiß gar nicht, warum die Löcher hier die ganze Zeit so bleiben, aber gut. Wir sammeln uns halt ein bisschen Sand, weil den bekommt man wohl nicht immer, so wie ich das verstanden habe. Den bekommt man immer nur, wenn das am Leuchten ist. Also wahrscheinlich auch nur einmal am Tag. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wofür ich Sand brauche. Und gerade wenn ich keine Ahnung habe, wofür ich das brauche, könnte es schon mal wichtig sein, dass ich es habe. Deswegen, ja, holen wir uns das einfach mal. So, bei dir klauen wir nochmal eben ein paar Zutaten. Zucker. Ich habe den Teig aber schon gemacht, genau. Das heißt, ich muss jetzt warten, bis ich... für dich wollte ich eigentlich gar nichts. Moment, du bist... Einen schönen Tag noch. Moment, wer bist du denn jetzt nochmal? Ich habe die Namen vergessen. Bin ich ganz ehrlich. Mai war das. Mai. Mai. Mai habe ich jetzt gerade. Mai mag Sachen, die aus Unkraut gemacht werden. Doch. Okay, Moment. Dann versuchen wir es nochmal. Ich weiß nicht, ob du Dünger magst. Wir probieren es mal. Wie nett von dir. Auch nur 10. Ja, aber was soll man denn sonst noch aus Unkraut machen, außer Dünger? Hm. Och, geh mir doch nicht auf den Sack, Mensch. Wenn ich den Backofen schon drin habe und dann anklicke, dann will ich auch den Backofen. Genau, 3 Zucker brauche ich, das war's. Ich war mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Okay, dann nehmen wir erstmal noch die Milch raus. Zack, zack, zack. Steh mir nicht im Weg rum. Geh weg da, ich habe nicht so viel Zeit. Außerdem backt mein Kopf die ganze Zeit. So, dann schauen wir mal. Er ist gar nicht da. Hat der montags geschlossen? Moment. Ach, der ist erst wieder um 15 Uhr da, die faule Socke. Na gut. Dann gehen wir nochmal hier rauf. Das hat auf jeden Fall nichts mit dem Berg zu tun, nehme ich mal an. So, das Wasser ist wieder gut. Kann ich jetzt mit dir reden? Oh, hallo. Ich habe mich um die Situation im Fluss gekümmert. Der Fluss ist jetzt sauber. Aber könnte die Verschmutzung möglicherweise dauerhafte Folgen für den Baum haben? Ja, es ist möglich. Kannst du etwas für mich tun? Natürlich. Wie kann ich helfen? Bitte nimm das. Es ist ein speziell angefertigtes Gerät, um den Zustand des Wurzelsystems dieses Baums zu analysieren. Du musst darunter gehen, das Gerät nutzen und mir die Ergebnisse zurückbringen. Klingt ganz einfach. Bin bald zurück. Okay. Scanne die Wurzeln. Achso, kann ich einfach so machen. Moment, das tue ich aber trotzdem mal nach hier unten. Das Gerät finde ich nämlich gerade nicht. Wie war das jetzt nochmal? Hier bin ich runtergegangen, ne? Bin ich denn da eigentlich hingekommen? Weil da ist auch... Oder bin ich da gar nicht hingekommen? Weil da ist nämlich auch noch Holz drauf.
Und ich habe ja jetzt aktuell zumindest noch keine Holzquelle. Ich meine, bei mir wachsen zwar so langsam Bäume, aber ich dachte, da kann man nicht hochlaufen. Aber die kann ich ja jetzt schlecht als Holzquelle benutzen. Scannen. Ah. Melde dich bei Lyra. Okay, schauen wir aber noch mal eben. Ja, meine ich doch, hier war noch eine Kiste. Da hatte ich das Birkenwasser her, glaube ich. Weil wir die jetzt noch mal alle neu looten können. Hier geht es auch noch mal weiter, aber da war, glaube ich, nichts mehr, oder? Ne, da war nichts mehr. Deswegen habe ich jetzt auch noch mal Birkenwasser. Das ist gut. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür ich das brauche. Ich habe es aber mal irgendwo gelesen, glaube ich. Erreiche den Gipfel des Berges. Oder meinen die tatsächlich den Berg bei mir? Ich habe keine Ahnung. Also solange die das nicht auf der Karte anzeigen. Oder zeigt er es jetzt auf der Karte an, weil ich draußen bin? Zu Hause, Bibliothek, Spa. Hafen. Naja. Hier ist aber auch nirgendwo so richtig ein Berg eingezeichnet, ne? Außer jetzt vielleicht noch hier unten, aber Stadt? Ja, nö, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, welcher Berg gemeint war. Wir klettern einfach bei uns in der Nähe noch mal ein bisschen hoch und schauen dann mal. Ja, dann müssen wir auch springen. So, oh, hallo. Ich habe die Ergebnisse des Scans bei den Baumwurzeln. Lass mich sehen. Außerdem waren überall an den Wurzeln riesige Kristalle. Sollen die da sein? Kristalle? An den Wurzeln? Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Ich vermute, dass dir die Ergebnisse des Scans nicht gefallen werden. Das ist noch schlimmer. Den Ergebnissen des Scans zufolge blockieren diese Kristalle nicht nur den Energiefluss des Baums, sie verbrauchen die Energie des Baumes direkt. Diese Dinger sind wie kristalline Blutsauger. Das klingt ernst. Ich habe eine Spitzhacke. Ich könnte versuchen, die Kristalle damit abzubauen. Die Spitzhacke direkt an den Wurzeln einzusetzen, ist zu gefährlich. Das könnte den Wurzeln schaden. Aber wenn du mir ein paar Zutaten bringst, könnten wir den Baum vorübergehend mit einem Schutzzauber belegen. Klingt nach einem Plan. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert. Was brauchst du? Ich brauche 10 Löwenzahnblüten, eine Rose, 10 Kamilleblüten, 5 Stücke. Wo habe ich denn Stücke? Ein Glas Honig und einen Tropfen Feentau. Ja, wenn es sonst nichts weiter ist. Wo finde ich das Feentau? Das könnte in der Tat schwierig zu finden sein. Im Buch steht, dass es das im Feenwald gibt. Er sollte weit nördlich der Stadt liegen. Also bei mir. Ja, klar, bei mir ist ja der Feenwald. Aber keine Sorge, Feen gibt es nicht. Man findet sie vor allem in Märchen für Kinder. Bitte sei trotzdem vorsichtig. Ich glaube nicht, dass heutzutage noch jemand diesen Wald besucht. Also könnte er wild und überwuchert sein. Hallo, ich war da schon mehrfach. Ich werde vorsichtig sein. Bis bald. Na gut. Wie mache ich das jetzt nochmal mit dem Anpinnen? Moment. Das Tor erreiche das Gipfel. Das Gipfel vor allen Dingen. Bring Tinf. Ah, das habe ich doch extra angepinnt. Wieso ist das nicht mehr drin? Das brauche ich auch. Sagt Luam, dass das Wasser wieder sauber ist. Oh, wer zur Hölle ist jetzt schon wieder Luam? Moment. Charaktere. Ach, das war doch der. Ja, genau, oben aus dem Spa. Da können wir aber noch mal kurz hingehen. Oh! F durch. Hilfe. Aber hier geht's nicht hoch, ne? Schade. Na gut. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Hi, da bist du ja endlich wieder. Oh, hallo. Was kann ich dir bringen? Gar nichts. Ich hätte ein Geschenk für dich. Ich habe gehört, dass du gerne. Nee, Moment, war das jetzt richtig? Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Doch, der mag Wasser, habe ich gelesen. Teilen ist wichtig. Ach nee, das war Aurel. Wer war das denn? Wer war das denn? Verdammt.
komme hier total durcheinander. Wie heißen die denn hier alle? Den habe ich noch gar nicht. Ach so. Nee, Moment, ich muss eins hier höher. Also, er mag kein Wasser, da muss ich mal gucken. Honig könnte ich zur Not... Ich weiß nicht, ob die mir Honig verkauft. Die hat ja eigentlich nur eine Schreinerei hier, ne? Moment, war da oben nicht auch was? Kann ich das nicht nochmal neu looten jetzt? Ah, ist das blöd, hier so hoch zu klettern. So, hier geht's besser. Ja, meine ich doch. Oh, auch nochmal 200 Münzen. Sehr, sehr geil. Ich finde das wahnsinnig cool von den Entwicklern, dass die alles nochmal zurückgesetzt haben. Das macht mir doch, ja, gibt mir doch einige Vorteile. Darf ich mir dann Handwerk ansehen? Aber die hat hier nur Hand... Oh, warte, die hat ein Schneckenhaus. Oh. Alter. Also, wahrscheinlich muss ich bei ihr das holen. Aber ich habe jetzt gerade erst 1000. Ich habe jetzt auch nichts, womit ich ihr ein Geschenk machen kann. Okay. Nee, dich will ich nicht. Du bist immer nur zu allen negativ eingestellt. So. War hier vorne auch noch was? Da war nichts mehr zum Looten. Okay. Das Wasser ist wieder sauber. Warst du das jetzt? Hier für den Vibe. Luam, das Wasser ist wieder sauber. Bei den Gezeiten, das ist wunderbar. Kannst du das Beizte öffnen? Sonst schlage ich dich mit meiner Schaufel. Aber natürlich, was für ein schöner Tag. Juhu! Ah ne, jetzt kann ich nur das Geschenk machen. Muss er das noch eröffnen? Na komm, komm. Ich hau dich mit meiner Schaufel. Mach hin, ne? Los. Ich weiß ja nicht, wie das Bar öffnet. Ach, das wird gar nicht so eröffnet. Ach so, Moment. Oder kann ich jetzt da... ich glaube, hier konnte ich vorher nicht rein. Ne? Das war's. Oh, ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bären-Esstisch und eine weiße Kerze. Verwenden. Ich kann mich ändern. Was ich nicht möchte, aber egal, ich könnte mich... Ach, könnte ich denn hier auch meinen Namen ändern? Nee, oder? Das wäre jetzt... Oder war das hierbei? Ach, doch hier. Ja, genau. Okay, dann hätte ich das im Nachhinein doch noch machen können. Aber egal, wir haben es ja jetzt schon gemacht. Hier oben ist nochmal eine Tür. Die Tür ist immer noch verschlossen. Ja, super. Na gut, was ist mit der Perle hier? Kann ich auch nicht hin. Erstmal eine Runde schwimmen gehen. Das ist ein Außenbereich. Der sieht schön aus. Eingetopfter Drachenbaum. Ah. Cool. Hier kommt man aber nicht rein. Nicht so cool. Okay. Hier mit dem Wasser kann ich nichts machen. Obwohl das schon sehr cool aussieht hier, muss ich sagen. Oh, die Blume, die ist richtig geil. Lalalala. Kann ich aber auch nicht hoch oder so. Na gut. Aber immerhin haben wir hier nochmal eine Truhe gefunden. Was ist das denn hier? Ist auch nur der Optik halber da anscheinend. Ich bin mir nicht sicher. Ah ja, das ist das hier. Okay. Sonderbare Flaschen, Papierrollen. Das ist eine Notiz. Nur eins pro Kunde. Habe ich mir jetzt eine genommen? Kann ich keine mehr nehmen, oder was? Sieht aus wie Marmelade, aber auf dem Etikett steht etwas Wissenschaftliches. Okay, aber nehmen kann ich mir die nicht. Nahrungsergänzungsmittel. Nimm 3 Stück pro Tag mit einem Glas Wasser ein. Okay.
Sie ist verschlossen. Achso, das war die private. Kann man mit dir noch irgendwas anderes sagen? Nö. Na gut. Wissenschaftliche, das haben wir alle schon gemacht. Dann gehen wir wieder raus. Hat uns jetzt nicht allzu viel geholfen, aber ist auch nicht schlimm, weil wir müssen ja eigentlich die Sache mit dem Berg machen. Feentau, meine ich, hätten wir mal gesammelt. Da bin ich mir nicht so sicher. Honig wird, glaube ich, eher das Problem werden. Da die jetzt auch keinen Honig verkauft hier. Das könnte noch problematisch werden. Aber ich möchte euch gerne Häuslein bauen. Und das geht eben nur, wenn ich die Sachen habe. Achso, ich sollte vielleicht erstmal nachgucken, ob ich die Sachen habe. Also, wir brauchen einmal Feentau. Was nicht hier drin ist. Feenstaub? Feentau. Ah, okay. Gut, einmal Feentau, dann 5 Stöcke. In der Hoffnung, dass wir noch welche haben. Oh ja, doch. Das reicht doch. Dicke 5 Stöcke. Einmal Honig. Den haben wir hier wahrscheinlich nicht drin. Nein. Ich glaube, ich habe gar keinen Honig, soweit ich mich erinnere. Das ist eine Blüte, ne? Ja. Was ist das denn hier? Achso, Salz war das, ja. Ich kann auch keinen Honig da herstellen oder so. Kalkstein. Uralter Kristallsplitter. Nehmen wir mal einen mit, um zu gucken, ne, fürs nächste Mal. Um die hier bei Tin mal auszuprobieren. Salzkristallbrocken. Hier können wir auch nichts machen. Ja. Achso, halt, stopp. Kamilleblüten müsste ich aber doch eigentlich haben. Oder ich habe nicht die Blüten. Das kann auch sein. Das war Löwenzahnblüte. Doch, Kamille habe ich doch. Hier, Kamille. Aber nicht genug. Wo habe ich denn Kamille her? Habe ich Kamille zum Anbauen gehabt? Achso, was meine ich im Kopf hat, ne? Nochmal rein. Ach Mann, hier war es nicht drin. Dann war es wahrscheinlich hier drin. Auch nicht. Was war, achso, das war der Sand. Moment, den können wir aber auch mal eben hier reintun. Zack, und das war Kiefernharz. So, was wollte ich denn überhaupt jetzt? Achso, den, genau. Zack. Moment, ich habe hier aber auch noch den Farn und Löwenzahnblatt. Das können wir auch direkt mal reintun. Die Frage ist jetzt, Kamillenblüten. Sammle eine Rosenblüte. Rosen haben wir definitiv keine. Kamillen finde ich jetzt hier gerade auch nicht. Die waren... Ah genau, das waren die Sonnenblumen. Das ist klar. Das war Oregano. Das dürfte dann... nee, das ist Thymian. Oregano. Rosmarin, kleines Oregano, ah ja, 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 Thymian, das war dieses Feengras, aber das bringt uns auch nicht weiter. Rose, da würde ich die Rosenblätter von bekommen, also Blüten, dann würde ich mir jetzt hier eine einsammeln. Oh, da kriege ich 7 Stück mit. Oha. Aber ich kann keine neue pflanzen. Ah, Mist. Ah, Moment. Ah.
Das ist ja cool. Ja, dann sammeln wir die doch auch mal eben ein hier. Und die auch. Ja, cool. Aber wir haben keine Samen bekommen. Das ist was, was ich jetzt nicht so toll finde. Dann gucken wir mal eben bei der 9. Machen wir hier nochmal ein bisschen neuen Dünger rein. Zack. So. Was braucht mir jetzt noch? Moment. Erhalte 10-mal Löwenzahnblüten. Da sind wir gerade. Tut mir leid, Löwenzahn. Ach so, da konnte man die einzeln sammeln. Ah, das ist gut. Hier sind wir aber schon. Nee, noch. Nein, ich wollte die nicht sammeln. Ich wollte gucken. Ah, es tut mir leid. Es tut mir leid. Shit. Shit, shit, shit. Ja, aber die anderen Löwenzähne, die sind noch nicht gut genug, beziehungsweise groß genug. Das ist doof. Da sind auch noch welche, aber die sind auch noch nicht groß genug. Ich habe jetzt hier noch einen drin, meine ich. Den hatte ich noch gesehen. Genau, die können wir noch mit da reintun. Aber hierfür, so. Ach ja, das mit dem Honig, das wird noch mies werden. Erreiche den Gipfel vom Berg. Aber die meinen nicht hier oben den... Ja, ist ja gut. Die meinen aber nicht hier oben den Gipfel, ne? Komme ich da jetzt wieder hoch? Hier rüber. Ist jetzt noch meine letzte Amtshandlung für heute, weil ich will jetzt hier nicht wieder komplett Überlänge und so weiter. Ne? Ihr wisst das ja. Auch wenn euch das teilweise genauso wenig ausmacht wie mir. Also ich freue mich immer, wenn ich Überlänge habe, weil das heißt, dass ich viel erleben durfte hier. Aber ich will trotzdem gucken, dass die Videos nicht ganz zu lange sind, weil ja laut Google-Algorithmus ist es halt immer besser, kurze Videos zu machen. Weil da die Chance höher ist, dass die bis zum Ende angesehen werden. Und gerade bei den Let's Plays ist das natürlich immer so eine Sache. Wenn sich da einer für interessiert, dann denke ich mir mal, wird er das wohl auch zu Ende gucken. Aber wenn sich die Leute nur dafür interessieren, was Spezielles rauszufinden, wie jetzt zum Beispiel bei irgendwelchen Tipps oder so, dann ist es halt ein bisschen komplizierter. Da oben ist doch irgendwas. Anschauen? Das kann ich aber irgendwie nicht. Ja, dann gucken die Leute halt nicht bis zum Ende, sondern gucken nur das an, was sie vielleicht herausfinden wollen. Oder war das jetzt am Glitzern, weil ich jetzt hier reingehen konnte? Die Frage ist auch von hier aus, aber das ist jetzt der Feenwald, also von hier aus komme ich eigentlich nicht zum Berg, oder? Aber jetzt ist es hier nicht mehr am Glitzern. Oh, bin ich jetzt wieder reingelaufen? Moment. Jetzt ist es da oben wieder am Glitzern. Also irgendwas ist da ganz komisch. Aber ich komme ja hier auch nirgendwo hoch. Da könnte ich noch hoch, aber... Da komme ich nicht hoch zum Rüberspringen, oder? Oh, spring doch. Mann. Mädel. Ach, ich muss mir auch noch den Besen machen, fällt mir gerade ein. Den muss ich auch noch machen. Ne, aber hier oben hat das anscheinend nichts mit zu tun. Ich muss noch mal eben schnell nach Hause gucken, ob ich den Besen machen kann. Ah, es wird vielleicht doch wieder eine Überlänge-Folge. Es tut mir leid. Ach Moment, wenn die... Ja, ist ja gut, stell dich doch nicht so an, das sind doch ein Brennnessel. Wenn die aber schon die Pusteblumen haben. Ja, ich wollte gerade sagen, aber dann kriege ich keine... Dann kriege ich nur noch die Wurzeln, dann kriege ich die nicht mehr, ne? Ich probiere das mal. Nein, nicht so. Nee, aber ich habe jetzt auch keine Wurzel bekommen. Das finde ich nicht nett. Aber wir könnten mal eben was ausprobieren. Nämlich... Ich glaube aber, ich habe das schon mal ausprobiert und das hat nicht geklappt. Nee, kann man hier nicht auch nicht wegpusten oder so. Schade.
Ich war mir zwar auch schon ziemlich sicher, dass ich das schon mal ausprobiert hatte, aber naja, ne? Was man nicht im Kopf hat, muss man halt nochmal ausprobieren. So, Werkbank, Besen. Nein, was brauche ich denn da noch alles für? Wollt ihr mich denn veräppeln? Ein Feen. Oh, ich habe doch keine Schneeflocke. Och nö, warum brauche ich dafür eine Schneeflocke? Erdbeeren hätte ich. Fliegenpilz hätte ich auch noch einen. Kristallbrocken habe ich doch sogar drin, oder nicht? Ja, Stöcke habe ich auf jeden Fall nicht genug. Ach, ist das blöd. Das ist doch doof. Da ist er wieder, der Bug. Sieht so flauschig aus. Ja, das ist ja toll. Lauf, komm. Ich muss mal eben gucken, kann ich da eventuell. Ne, kann ich die Blumen nicht ranmachen. Also die Blütenblätter. Hätte ich jetzt höchstens die Samen wahrscheinlich ranmachen können. Aber ich habe hier keine Samen für Rosen. Das heißt, ich müsste theoretisch einmal Rosensamen nochmal holen. Ah, das ist doch alles blöd. Moment, die Tomaten nehme ich noch mit. Das nehme ich noch mit. Jetzt haben wir 4 Uhr. Die sind alle noch nicht. Hallo, du schläfst hier mitten auf dem Weg. Habe ich das hier so? So gemacht? Echt? Oder war das der Baum, der das jetzt hier so gemacht hat? Bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Macht aber nichts, dann werden wir hier halt einfach nochmal alles zumachen. So, mal gucken, was dann dabei rumkommt. Zack. Und wir machen einfach mal den ganzen Weg hier. Da das jetzt hier auch Wasser ist, gucken wir mal, ob wir das vielleicht doch noch umgewandelt bekommen, trotz Blumen, die da drumherum stehen. Du kriegst auch was ab. Hat er das jetzt gemacht? Ja. Wobei, du bist schon in der Endphase, ne? Ja, kann ich dich auch einsammeln eigentlich? Was brauche ich jetzt noch? Honig. Ich guck mal eben ganz kurz. Ja, ich weiß, die Folge wird jetzt immer länger. Ich guck mal eben ganz kurz bei der Bäckerei, ob die nicht vielleicht irgendwie. Ach so, Moment. Nee, da war nur Milch drin. Da war nur Milch drin. Vielleicht hat die ja Honig für mich zu verkaufen, weil ich glaube nicht, dass hier die rechte Honig hat. Aber vielleicht gibt es den ja in der Bäckerei. Wenn sie denn da wäre. Ich weiß jetzt nicht, wann sie. Ach, da. Du könntest etwas für mich verkaufen. Ich würde gerne etwas kaufen. Eventuell. Vorausgesetzt, du hast. Ach, den Cupcake habe ich mir, glaube ich, mal gekauft, ne? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Hat sie nicht. Dafür müssten wir wahrscheinlich ein besseres Verhältnis haben. Ja. Erreiche den Gipfel. Pass auf, dann mache ich das erstmal raus. Ich habe absolut keine Ahnung, welcher Gipfel gemeint ist im Moment. Aber wir müssen Tin jeden Tag was zu essen bringen. Was beim letzten Mal ja nicht geklappt hat. Aber vielleicht funktioniert. Oh nee, das war eins weiter. Wo der eine Tag ja rum ist. Obwohl, nee. Das hat aber auch nicht funktioniert. Ich konnte ihr nur was schenken, ne? Anschauen? Was kann ich denn hier anschauen?
Tja, ich habe ein Geschenk für dich. Ja, ich weiß nicht, ob das Essen jetzt als Geschenk dann gilt oder ob ich ihr wirklich was zu essen bringen soll. Das ist halt jetzt das Problem. Sie hat auch nichts Neues drin, soweit. Das Problem ist, wenn ich jetzt natürlich was zu essen mache, also als Geschenk gebe. Ich traue mich nicht, ihr das zu geben, weil das sonst weg ist. Nee, bringt hin 5 Tage gekochtes Essen. Das ist halt gekochtes Essen, das ist das Problem. Ich tue das mal, so, ich tue das mal hier rein. Was ist denn die linke Maustaste? Mit der rechten kann ich es ihr auch nicht geben. Ich versuche das jetzt mal als Geschenk. Das ist jetzt Sekt oder Selters. Wahrscheinlich wird es nicht klappen. Nicht schlecht. Doch! Oh mein Gott, es hat funktioniert. Also ich kann ihr das als Geschenk geben. Oh! Ich habe hier echte Krise bekommen. So, jetzt haben wir das Problem mit dir. In deinem Laden finden wir das Häuschen, aber wir finden. Was ist denn. Moment. Nee, hier unten muss ich rum. Was ist denn mit dem einen? Hat der nicht eventuell Honig? Aber der hat nur so Möbel und so, glaube ich, oder? Ach, der ist schon wieder nicht da. Ist das dein Ernst? Wann arbeitet der denn mal? Ab 8 Uhr. Ja, dann mach hinne hier. Kann doch nicht sein, dass hier zahlende Kunden oder zahlungswillige Kunden immer warten müssen, Leute. War das jetzt der Rest oder habe ich hier noch was drin, was ich verkaufen kann? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wir müssen jetzt irgendwie die Zeit hier ein bisschen überbrücken. Ich würde sagen, ich bleibe jetzt einfach mal hier ein bisschen stehen. Oder ich gucke da hinten noch mal. Ich weiß nicht, ob da eine Kiste noch drin war. Kam ich da nicht? Nee, von hier aus kam ich da nicht hin. Da war auch keine Kiste. Weil hier konnte man ja noch hoch. Ich bin mir aber nicht sicher. Oder war das das, wo man das Holz hackt? Ah, das war, glaube ich, das, wo man Holz hacken kann, ne? Ja. Ist doch sehr schön. Dann nehmen wir das doch auch mit. Ach, das ist zum Setzen. Das ist gar nicht zum Holzhacken. hier kann man aber nicht höher klettern. Weil das wäre jetzt sonst natürlich auch ein Berg. Aber es gibt hier nirgendwo die Möglichkeit, tatsächlich hochzulaufen. Ja. So hoch kommt die nicht. Na gut. Aber wir haben jetzt 8 Uhr. Jetzt können wir auch mit ihm sprechen. Was sein könnte, dass das der Berg beim Spa ist. Aber ich vermute eher, dass das der Berg bei uns ist. So, ich möchte was kaufen. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Kartoffel, Tomaten, Rosensamen. Rosensamen möchte ich auf jeden Fall nochmal eben kaufen. Genau, alleine deswegen hat es sich jetzt schon gelohnt, hinzukommen. Kamille brauche ich auch. Das ist aber nur ein Samen. Oh, das ist ja scheiße. Haben wir 6, 7, 8, 9. Achso, 10. Katzenfutter. Bei ihm haben wir Katzen- und Hundefutter. Wobei wir beides nicht haben, aber egal. Was kann so ein Lebensmitteltrockner eigentlich? Verwandelt nasse Dinge in trockene Dinge. Wasser auch. Nein, war nur ein Scherz. Teppiche, Salz, Zucker, Pflanzenöl. Rührenrezept. Hä? Käseform, Gärtopf, Reibe, Schneidebrett,
Baumwollkatze, Kaninchenfutter. Das müssten wir dann später auch. Zapfer. Ah, Birkenbaumsamen. Echt jetzt? Pass auf, da mache ich mir doch einen bei mir hin. Wobei ich nicht vermute, also ich vermute, dass wir den nicht abernten können, sondern wir müssen dann warten, bis der halt gewachsen ist. Fledermausfutter, Spatzenfutter, Schneckenfutter. Aber das ist mir jetzt zu teuer. Ich wollte ja eigentlich noch die 1500 sparen. Igel haben wir auch. Okay, aber immerhin, Dankeschön. Ach so, kann ich dir noch irgendwas schenken? Hast du an irgendwas Interesse? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein Geschenk für dich. Wie hieß der jetzt nochmal? Gerade habe ich noch mit ihm gesprochen, schon habe ich es wieder vergessen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich gebe ihm einfach mal eine Tomate. Die wird er nicht mögen, aber vielleicht kriegen wir 10 Punkte. Teilen ist wichtig. Ja, okay. Okay. Kriegst du Scheiße von mir, aber macht nichts. Hauptsache teilen ist wichtig. Was wir allerdings noch machen könnten. Oh mein Gott, die Folge ist echt schon totale Überlänge. Ich gehe mal ganz, ganz, ganz kurz noch die Pflanzen hier reinmachen. Achso, die Schnecke lag im Weg, ich wollte gerade sagen. Beziehungsweise die Samen halt hier reinmachen. So, das heißt, muss ich die da direkt drunter machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe mal, dass es so funktioniert. 2 habe ich noch, ne? Dann probieren wir das. Hier auch mal. Können wir das drehen? Nee. So, extra nah. Ich habe absolut keine Ahnung, wie gesagt, ob es funktioniert. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen testen. Auf jeden Fall kriegen die noch Wasser von mir. So. Die bekommen natürlich auch noch Wasser. Und die werden auch gleich nochmal gedüngt. So, hier auch. Und hier ist zwar alles schön grün, aber ihr kriegt trotzdem nochmal so ein bisschen Dünger hier dazu. So, noch habe ich es ja, ne? Ich meine... So, du auch. Ach, stimmt. Oder? Sind die jetzt nicht hinzugekommen gerade? Ich bin mir nicht sicher. Hier wird auch nochmal schnell gedüngt. So. Dann tue ich euch das tatsächlich an, dass ich jetzt noch... Was bist du denn? Hallo. Wir haben eine Ente. Ah. Ich will dir einen Namen geben. Ich nenne dich Duckqueen. Von Duckqueen Duck. Haha. Das Häschen läuft weg. Oh, wie geil. Ich freue mich immer wieder, wenn da neue dazukommen. Sieht man mir gar nicht an, wenn ich mich freue. Ich gehe nochmal ganz kurz mit euch hier in den Garten rein. Weil ich will eins mal kurz wissen. Der hatte mir, glaube ich, gesagt, dass ich... Jetzt komme ich ja gar nicht mehr rum. Dass ich hier nicht durchkomme, weil das von der Spitzhacke nicht ausreicht, ne? Oder er hat es nicht gesagt, sondern ich kann es halt nur denken. Weil es könnte sein, dass wir da eventuell den Berg weiter hochkommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich denke mal, hier kommt man nicht hoch. Aber hier kam ich doch mal irgendwie hoch. Hier. Ja, du darfst gerne mal... Kann ich hier eigentlich Holz hacken? Dich vielleicht? Nö. Das sind, glaube ich, die Bäume, die ich gar nicht mehr machen konnte. Naja. Oder hier generell in dieser Ecke hier konnte ich das nicht machen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Oh. Also ihn konnte ich auch nicht machen. Na gut. Gut. Aber es wird hier schon grüner und wir kriegen auch immer mehr... Freunde, die uns besuchen. Und das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Ich laufe hier rum wie so ein Axtmörder. Das ist nicht so cool. Mal schauen, ob das was wird hier mit unseren Rosen. Da bin ich echt mal gespannt. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir jetzt hier endlich mal einen Cut nach 50 Minuten Aufnahme.
Es tut mir wirklich leid, es tut mir wirklich leid. Aber ja, ich hatte irgendwie so viel noch zu tun. Also das mit Tin haben wir auf jeden Fall rausgefunden. Der können wir das jeden Tag als Geschenk bringen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und es hat nicht am ersten Tag geklappt. Also ihr müsst, wenn ihr das selber machen wollt, müsst ihr dann ab dem zweiten Tag quasi anfangen. Also den Tag danach. Löwenzahnblüten. Ach so, genau. Habe ich die noch drin? Löwenzahn habe ich gar nicht. Habe ich keinen Löwenzahn gekauft eben? Kamille habe ich gekauft, aber keinen Löwenzahn. Na gut, dann geh mal hier raus, Mann. Kamille werde ich auf jeden Fall auch noch anbauen, dass wir dann fürs nächste Mal schon ein bisschen weiter sind, vielleicht das hin und wieder nochmal gießen können und so. Und ja, ich denke mal, ich werde so ein, zwei Tage vielleicht mal überspringen. In der Zeit Tin vielleicht dann auch Essen geben, wieder das Essen rausholen hier aus der Bäckerei. Oder muss ich gleich auch nochmal hin, fällt mir ein. Und ja, mich halt um die Pflanzen kümmern. Ich meine, ihr kennt das ja, das muss man ja jetzt nicht unbedingt aufnehmen. Am wichtigsten, denke ich mal, sind auf jeden Fall die Quests. Und natürlich auch, wenn neue Tiere dazukommen. Das will ich euch nicht vorenthalten. Und ich bin echt mal gespannt, was aus den Rosen da im Hintergrund wird. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich die da zu nah dran gebaut habe oder so. Ich bin echt mal gespannt. Ja, wenn ihr weitere Tipps generell fürs Spiel habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also das ist so ein Spiel, wo ich ganz ehrlich sage, dass ich mich mittlerweile doch gerne spoilern lasse, weil man muss so viel beachten, wie jetzt zum Beispiel mit den Vorlieben von den Leuten und so weiter. Und das sind dann auch Sachen, die ich auch gerne dann auf meinen Blog dann hochladen werde. Ich muss mal gucken, da werde ich noch eine Zusammenfassung machen. Das wird die Tage dann auf jeden Fall auch hochgeladen. Könnt ihr wie immer unter, ja, entweder gameplayerin.de, ich glaube, da kommt ihr aber erstmal bei mir auf der YouTube-Seite auf, oder unter blog.gameplayerin.de. Da kommt ihr dann auf jeden Fall auf der Blogseite aus. Und, oder ihr könnt gameplayerin.wordpress.com nehmen. Das wäre dann die Originaladresse dazu. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Entschuldigt bitte, dass das Ganze so lange war. Und wie gesagt, wenn ihr noch weitere Tipps habt, einfach raus damit, weil ich denke mal, dass hier auch viele zuschauen, die Tipps auch gut gebrauchen können. Deswegen alle, die noch etwas wissen wollen, guckt immer mal in den Kommentaren nach. Vielleicht hat es schon irgendjemand anders geschrieben. Und bezüglich der Fliegenpilze schaue ich auch noch mal nach, ob ich dazu was finden kann. Ansonsten werde ich noch mal ein bisschen rumschauen, wo ich die beim letzten Mal geholt hatte. Weil das ist ja auch wichtig. Zum Beispiel für den Besen brauchen wir ja auch einen Fliegenpilz. Ich sollte am besten, glaube ich, mal eine Truhe machen, wo ich die Sachen für den Besen rein tue. Ich glaube, das wäre am besten, dass wir da mal die Sachen so ein bisschen sammeln können. Noch ein drittes Mal oder so. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!